Valentinstag bei Ina Aogo, ausnahmsweise legt sich ihr Dennis richtig ins Zeug. Stuttgart, am Donnerstag war ja dieser Tag, den die einen lieben, während die anderen ihn abgrundtief hassen, Valentinstag. Auch Spielerfrau Ina Aogo zelebrierte den Tag der Liebe, wie sie auf Instagram verriet. Und das selbstverständlich mit ihrem Dennis. Doch dieser scheint sich wohl nicht jedes Jahr für seine große Liebe ins Zeug zu legen, wie Ina in ihrer Instagram-Story ausplauderte. So sei der VfB Stuttgart-Star meistens zu spät, so dass er nur noch auf den letzten Drücker Blumen besorge, die schon immer halbtot seien, so Ina weiter. Dieses Jahr war der Fußballprofi allerdings rechtzeitig, so gab es ausnahmsweise frische rote Rosen für seine bessere Hälfte, die er am Abend auch noch ausführte. So begann der Valentinsabend für die Aogos im noblen Mahi-Restaurant in Stuttgart, das für seine besonders zarten Steaks bekannt ist. Anschließend gingen die beiden Verliebten noch ganz klassisch ins Kino. Ein traditionelles Date eben, warum auch nicht. So wirken Ina und ihr Dennis auch noch nach 5 Jahren Beziehung frisch verliebt. Dafür, dass es dem verheirateten Paar in ihrer Beziehung nicht langweilig wird, sorgt auch ihre 3-jährige Tochter Pütten, die aufmerksame Fans schon längst ins Herz geschlossen haben dürften. Denn Pütten spielt häufiger eine Rolle in Innas regelmäßigen Instagram-Stories. Kennengelernt haben sich Ina und Dennis übrigens, als Aogo noch bei Schalke 04 unter Vertrag stand. Sie trafen sich beim Starfriseur Udo Walz in Berlin, wo Ina früher arbeitete. Die heute 29-Jährige kannte Dennis damals gar nicht, hat sich allerdings direkt in ihn verliebt und ihm auf Instagram geschrieben, obwohl ihre Freundinnen ihr davon abrieten. Denn Dennis war damals vogelwild, wie Ina in einem Sky-Beitrag mal erzählte. Dennis antwortete seiner heutigen Frau übrigens innerhalb von 2 Minuten.